Ich begrüße euch alle herzlichst zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Hier mit Geralt von Riva und diesem See und diesem wunderschönen Sonnenuntergrund im Hintergrund. Sonnenhintergrund, Sonnenuntergang natürlich. Wir wollten uns etwas weiter umsehen und vor allen Dingen da vorne diese Schiffsruine erkunden. Wenn da nicht diese Ertrunkenen wären. Das wird lustig. Na, kommt her, meine Lieben. Na? Auf Wiedersehen. So. Tja, das war wohl gar kein Problem. Ein versteckter Schatz, den nehme ich mit. Hallo. Notiz eines Schmugglers. Ein... kostspieliger Fehler. Lies den Brief, den du gefunden hast. Die Aufgabe ist zu schwer für uns. Wir lesen den Brief trotzdem. Inventar. Questgegenstände. Moment, das Schwert sah schick aus. Was ist das denn? Nilfgaarder Langschwert. Aber natürlich schlechter als unsere Klinge. Okay. Questgegenstände. Questgegenstände. Notiz eines Schmugglers. Das waren noch Zeiten. Man schmuggelte ein paar Flaschen Schnaps nach Ochsenfurt, verscheuerte sie an den Studenten, verdiente sich die goldene Nase und sie waren für den Unterricht gestärkt. Dann kam Radovid, machte die Universität dicht, verjagte die Studenten und brachte Ballisten am Ufer in Stellung, die auf alles schießen sollten, was dem Ponter hoch und runter schwamm. Schwäne eingeschlossen. Aber jene noch so dicke Wolke zieht einmal vorüber. Gestern sah ich, wie unsere tapferen Soldaten ein Handelsschiff versenkten. Es sank mit Mann und Maus und mitsamt der Ladung. Schade um die Männer, aber genauso schade wäre es, wenn all die Waren dort unten blieben. Also werden Martin und ich sie nach oben holen, trocknen und verkaufen. Und vielleicht fällt ja am Ende auch was für meinen Topf ab. Das glaube ich ja weniger, denn du liegst ja tot am Wegesrand. Ja, jetzt ist die Frage, sollen wir es trotzdem mal probieren, obwohl es eigentlich nicht für uns gedacht ist? Ja, ja, das ist kein Problem. Denn wir spielen jetzt übrigens nicht mehr die 1.0.1, sondern die 1.0.3. Es ist tatsächlich ein Update für die Konsolen erschienen. Das natürlich jetzt auch installiert ist. Ja, ja. Nee. Lass mich in Frieden. Schnell, Geralt. Schwimmen. Oh Gott. Oh Gott, da sind wir fast ertrunken. Das war jetzt Glück. Also gegen Ende war es pures Glück, das gebe ich zu. Wir sind überlastet. Ich habe keine Ahnung, was wir da alles aufgenommen haben. Oh Mann, ein Schwert. Boah. Maugrim. Ein Stahlschwert. Ein Silberschwert. Schaden plus 33. Boah, mit 3 Verbesserungspositionen. Fährtenleserhose. Schick. Rüstungsmäßig schlechter, aber die Resistenzen sind ordentlich. Nee, aber nee, passt auch nicht so wirklich. Was haben wir hier? Regeneriert Vitalität, ein Nahrungsgegenstand, wie es aussieht. Kräuterschnaps. Ja, dafür hat es sich natürlich gelohnt.
So, was werfen wir weg? Was werfen wir weg? Ich weiß es nicht. 150, 46, 37. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das hat sich aber gelohnt. Was haben wir denn hier? Blutmoos. Okay. Und ich würde am liebsten jeden Winkel dieser Schiffe hier durchsuchen. Es wirkt eben jetzt momentan auch so atmosphärisch aufgrund des Sonnenuntergangs. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Das hier ist der helle Wahnsinn. Alleine hier lang zu laufen. Aha. Was haben wir denn da? Oh, ein Banditenlager haben wir da. Das sind viele Banditen, wenn nicht sogar Piraten. Ich würde eher auf Piraten tippen. Piraten. Das Schwert sieht sehr schön aus übrigens, was wir gerade gefunden haben. Boah, gespalten. Boah. Das will ich sehen. So. Oder alles auf einmal. Nein, ihr habt mich nicht, verdammt. Warum denkst du hättest mich? Aua. Ne. Mutant, ja, niederträchtig, nein. Wenn jemand niederträchtig ist, dann seid ihr das. Aua. Nein, ich gehöre nicht euch. Ne. So. Geralt, da haben wir keine Zeit für. Boah, das war der Kopf. Und du bist jetzt auch am Ende. Ja, hatten wir eine Wahl? Ich glaube eher nicht. Meine Güte. Boah, wie man die Gegner hier aber auch spalten kann, das ist echt eklig. Muss ich zugeben, ist nicht ohne. Überladen, natürlich. Immer noch. Und wenn wir was... Ah, jetzt nicht mehr. Alles klar. So, ja, was hat das Update gebracht? Übrigens ganz kurz, um zum Update zurückzukommen. Ne. Wer, wo, was, wann? Ist das ein bisschen übertrieben von der Reichweite her? Bastard! Lass ihn nicht zu Atem kommen! Ich
Sucht uns! Du Dreckshexer! Ich auch. Ah, die Fernkämpfer sind richtig böse. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Boah! Freunde! Oder lass es eben sein. Du Dreckshexer! Nicht beleidigend werden, bitte. Aua! Aua! Ja, momentan sieht es echt nicht gut aus. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Das will ich sehen. Es war ein Kopfschuss. Das glaube ich eher weniger. Boah, der ist wieder gespalten. Oh. Oh, um Gottes Willen. Also, das Ganze ist nicht ohne. Nein. Vor allen Dingen diese blöden Distanzkämpfer immer wieder. Was die für Schaden anrichten, meine Herren. Da sind immer noch Gegner, ich glaub's nicht, aber jetzt speichern wir. Hey ho. Oh, jetzt bist du dran. Das glaube ich eher weniger. Ich habe die Größe des ganzen Gebietes einfach nur arg unterschätzt. So. Noch Fragen, meine Freunde? Ich glaube eher weniger. Ah ja. Unverschickter Brief. So, wir wollen erstmal nachsehen. Wir haben gerade auch noch einen anderen Gegenstand aufgehoben. Also, erstmal haben wir... Nee, nicht die Weltkarte. Wir haben erstmal Inventar. Unverschickter Brief. Boss, wir haben überall nach diesem Schatz von Königin zu Leika gesucht. Und was haben wir gefunden? Ein, Entschuldigung bitte, Scheiß. Die Austern vom Meeresgrund waren ja sehr lecker, aber ist das wirklich die richtige Karte, Chef? Keine Fälschung? Es kommt mir nämlich so vor, als hätte dieser Seemann uns betrogen. Aber wir werden weitersuchen, bis uns etwas auffrisst oder du uns Befehle gibst. Sehr loyal. Piratennotiz. Gestern haben wir eine Silberschale und eine Rubinbrosche auf dem Grund gefunden. Königin Zuleyas Schatz ist also wirklich irgendwo dort unten. Vielleicht im Laderaum eines der Schiffwracks vor der Westküste. Aber wir können sie uns im Augenblick nicht ansehen. Zu viel Seegang. Wir müssen warten, bis sich das Wasser beruhigt. Ich glaube eher weniger, dass sie Erfolg hatten.
Was ich mich gerade frage. Nee, das Banditenlager ist noch nicht als geklärt markiert. Da haben wir aber viele Leute getötet. Ich würde mal gerne ganz kurz meditieren. Ihr wisst ja, tagsüber regenerieren wir unsere Lebensenergie. Und das sieht ein bisschen beeindruckender aus. So, Spiel speichern. Speichern, ja. So. Angeblich soll ja auch die Bildrate etwas besser laufen. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, das glaube ich wirklich. Es gehört aber nicht zusammen. Das sind Banditen, das... Vorhin waren Deserteure. Ach, umgekehrt. Kein Bogenschütze, bitte. Mir nicht. Sowas sagt man nicht. Na komm schon, nicht weggehen. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Los, meine Lieben, alle zusammen, Leute. Der müsste sterben, den haben wir vergiftet. Sehr schön. Das kannst du laut sagen, Freundchen. So. Und das sollte es auch mit dem Lager gewesen sein. Bärenfall, Amethystenstaub, Skelligen Gammesen, Teufelsbuwist, Fährtenlederhose. Ja, soviel zu dem Lager hier. Strickleiter. Zwirn, Reparaturset, Leinenharz, Bärenfell. Ach, Plötze, braucht unbedingt größere Beutetaschen. Apropos Plötze, haben wir auch noch gar nicht gesehen. So, wir können mal eben eine Wasserflasche zu uns nehmen. Wir sind doch schon verhältnismäßig stark überladen. Okay. Ja, die brauchen wir. 86 ist viel, oder? Die wiegt jetzt auch nicht so viel. Hier das Zeug wiegt halt verdammt viel. Strickleitern. Die sind viel wert. Langsam aber sicher bekommen wir es hin. Boah, ist das viel wert. ...322, wiegt aber auch 9. Weg damit. So. Das war's Banditenlager. Okay, da würde ich sagen, werden wir in diesem Video noch versuchen, den Schatz zu holen. Na, das wird ja ein Spaß. Hier an der... am Strand der Wracks, wenn man so möchte. So, nochmal speichern bitte. Es sieht super aus, wenn ich das mal sagen darf. Das ist eine Erscheinung. Oh, oh, und da kommen wir Trunken angeschwommen. Oh wei, ist das eine von diesen
Die kennen wir doch bereits, die Erscheinung. Dafür brauchen wir unser Fallenzeichen. Magische Falle. Dafür brauchen wir vor allen Dingen eines, mehr Fertigkeitspunkte, mehr Aufstiege und mehr, ja, Erfahrung. Ich glaube, dafür sind wir ein bisschen zu schlecht gewesen. So, ganz heimlich ein Stückchen getrunken. Na gut, ich würde sagen, wir versuchen den Schatz zu bergen. Das ging mit der Erscheinung, hat nicht wirklich viel Sinn gemacht. Und ich muss sagen, wir kommen auf jeden Fall gut voran. Und werden uns dann demnächst auf jeden Fall auch wieder mit der Aufgabe rund um die Hexe beschäftigen. Wir sind immer noch auf der Spur von Ciri. Was ich mich übrigens frage, ist, wie es mit dem roten, mit dem blutigen Baron weitergeht. Es fehlt immer noch seine Frau Anna, aber da haben wir auch gar keine Anhaltspunkte mehr. Daher erwarte ich mal, dass wir dafür nach Ochsenfurt müssen, was mir widerstrebt, da ich wie gesagt erstmal hier die Ecke noch aufdecken möchte, beziehungsweise dann erstmal hier die Aufgabe rund um die Hexen starten möchte. Und da haben wir ja mal eben hier jetzt ein ganzes Piratennest ausgehoben. Das hat gut funktioniert und jetzt werden wir von der Erscheinung getötet. Musste ja sein, aber okay. Ist nie passiert. Bitte keine Ertrunkenen. Ich habe das Gefühl, dass es schwer wird, das zu finden. Okay, da können wir reintauchen. Aua. Das sieht gut aus. Schützengelbes Assassinenhandschuh, reines Silber. Wir werden verfolgt. Boah, diese Erscheinung da hinten macht mir Angst. So, einmal speichern. So, gut, das hätten wir geschafft. Armbrust. Unter Wasser die Armbrust benutzen. Das macht realistisch gesehen nicht viel Sinn, aber okay. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Das Schiff sieht genau aus wie das Schiff aus dem Trailer von... Oh oh. The Witcher 2, auf dem Leto den ersten Königsmord begeht. Schnell weg hier. Kommt man da hoch? Lustig, lustig. Ach, aufnehmen. Schwefel. Dankeschön für Schwefel. Und für die Asche. Und für Eisenerz eine leere Flasche. Silbererz. Das Rezept für Rubedo und für Kronen. Dankeschön. So. Also, den Strand hier zu plündern lohnt sich auf jeden Fall. Hier hat jemand ein Floß gebaut. Auch mal schick. So, hier war ja das riesige Piratennest. Die Leichen sind bereits verschwunden. Aber noch nicht die restlichen Schmuggelwaren. Oh Gott, ich habe ja schon wieder überzogen. Es darf ja nicht wahr sein. Für The Witcher müsste man eigentlich eine Standardvideolänge von 1 Stunde anlegen. Da ist auch noch ein riesiges Schiffswrack.
Frage ist nur, kommt man da lebendig hin? Ich bin mir ja dann nicht so sicher mit den ganzen Betrunkenen, die hier rumplanschen. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, das sieht super aus. Wow. Gar nichts. Hier ist gar nichts drin. Nö. Okay. Wie enttäuschend. Naja, gut, hier haben wir gar nichts. Außer... hier. Geralt, was machst du da? Einmal aufnehmen. Eine Rüstung. Öl. Für ein Relikt. Schema Hab hier. Pferdehaut Kronen. Also, wir haben eine neue Rüstung gefunden. Ich glaube kaum, dass die gut sein wird, aber wir haben eine neue Rüstung gefunden. Ja, sieht aber wenigstens mal nicht ganz so schlimm aus. Könnte auch hier gut zu passen. Naja, wir bleiben bei unserer Rüstung. So. Aber Leute, ich würde sagen, hier auf dem Schiff haben wir auch eine gute Stelle gefunden, um... falsche Taste, um... Geralt. Springen. So. Um bis zum nächsten Mal eine kleine Pause einzulegen. Öl, Pferdehaut, Kronen. Überlastet, das darf ja nicht wahr sein. Inventar. Boah, 208, die nehmen wir mit. Ja, Servierplatte, weg damit. Blumen, weg damit. So, wir müssen beim nächsten Mal auf jeden Fall eine Schnellreise machen und irgendwie in Richtung eines Dorfes gehen. So, aber ich würde sagen, hier mit dem Ausblick auf das Ufer beende ich erstmal die Aufnahme und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Was machen wir denn dann? Lass mich mal ganz schnell gucken. Pipapo, oh Gott, hier sind wir an der Wrackküste. Ja, wir werden dann diese beiden Orte entdecken und dann, wie gesagt, langsam aber sicher in Richtung Mittelhains gehen. Ja, hier oben sind wir gelandet und die Inseln haben wir auch noch alle zum Erkunden, um Gottes Willen. Da hinten. Nee, okay, ich würde sagen, Leute, beim nächsten Mal geht's dann wieder zurück in diese Richtung, in die Richtung unserer Hauptaufgabe. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. The Witcher 3 ist einfach überwältigend, der Umfang ist einfach nur gigantisch. Naja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier... an der Wrackküste mit Geralt von Riva.